Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dem Gottesdienst heute. Ich möchte zum Einstieg in die Predigt noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, danke, können wir vor dich kommen. Du hast uns dein Wort gegeben, wo du möchtest, ja, dass dort, wo wir aus dieser Anbetung, wo wir uns auf dich ausrichten, es geht manchmal so schnell, werden wir auf den Boden der Realität wieder versetzt, Herr, und da wollen wir einfach bitten und dir danken, Herr, dass du uns dein Wort gibst, das uns hilft, in den Herausforderungen vom Leben, vom Alltag, einfach auch können mit deinem Blick durchzugehen, Herr, und auf dich können zu schauen. Danke, dass du zu uns redest heute Morgen und unsere Herzen öffnen, dass wir das, was du uns möchtest sagen, wirklich für uns mitnehmen. Amen. Ja, heute ist der zweite Teil von meiner Predigt, wo es um darum geht, wie können wir Herausforderungen im Alltag, die uns begegnen, wie können wir gut damit umgehen. Am letzten Sonntag sind wir schon drin hineingegangen und bevor wir auf diese Begebenheit zurückkommen, möchte ich euch bitten, in kleinen Gruppen, 3-4 Leute oder so, tun mal austauschen. Wann hast du eine Situation erlebt, wo du das Gefühl hast, so geht, jetzt bist du einfach zu spät gewesen? Tun doch mal die Köpfe zusammenstrecken und austauschen. Wo habt ihr etwas erlebt und das Gefühl gehabt, Herr, jetzt bist du einfach zu spät gut, ich möchte euch langsam wieder zurück in die Gegenwart holen. Ist ein dummes Gefühl, oder? Wenn man etwas erlebt und das Gefühl hat, Gott, jetzt müsste ich handeln und dann kommt es anders, als wir es erwartet haben. Heute werden wir zurück auf die Begebenheit, wo ich letzten Sonntag schon darauf eingegangen bin in der Predigt. Auch heute wollen wir schauen, was ist der Unterschied, wenn wir eine Situation einfach aus unserer menschlichen Perspektive sehen und wahrnehmen, gegenüber dem, wie es ist, wenn wir sie von Gott her wahrnehmen. Und ich möchte euch heute auch wieder einige konkrete Impulse mitgeben, die uns helfen sollen, wie wir gut mit so Herausforderungen umgehen können. Vor einer Woche ist es um die Herausforderung gegangen von dieser Frau, die 12 lange Jahre gelitten hat unter dem Blutfluss. Wir haben uns damit befasst, wie Jesus in einer dringenden Mission unterwegs war und dort von dieser verzweifelten Frau aufgehalten worden ist. Und Jesus bleibt einfach stehen und nimmt sich Zeit für diese Frau. Voller Glauben hat sie ihre Hand nach Jesus ausgestreckt, ihn, nicht einmal ihn selber, sondern nur sein Gewand berührt und ist dann geheilt worden. Und zwar an Leib, an Seele und Geist, wie Jesus ihr nachher das bestätigt. Wie dort mal Jesus von dieser Frau unterbrochen worden ist oder aufgehalten worden ist, sind wir eigentlich auch aufgehalten worden und eigentlich letztes Mal gar nicht dazu gekommen, um uns mit dem auseinanderzusetzen, wo es eigentlich an dem Tag darum gegangen ist, in dieser Situation, wo Jesus einfach im Alltag, wo er gestanden ist, vor einer Herausforderung gestellt war.
Um uns das in Erinnerung zu rufen, möchte ich die Situation, was eben um Leben und Tod gegangen ist, uns nochmal mit den Vers aus dem Lukas Kapitel 8, Vers 41 und 42 lesen. Da kam ein Mann namens Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, warf sich Jesu zu Füßen und flehte ihn an, in sein Haus zu kommen, denn sein einziges Kind, ein etwa 12-jähriges Mädchen, lag im Sterben und Jesus ging mit. Dort möchte ich anknüpfen. Die Herausforderung, auf die wir heute schauen wollen, ist die vom Überlebenskampf von dem 12-jährigen Mädchen und ihrer Familie. Auch heute wollen wir dabei die verschiedenen Personen ein bisschen unter die Lupe nehmen und schauen, wie haben die einzelnen Personen diese Herausforderung da wahrgenommen. Und wie hat das auf ihre Reaktion, auf die Situation, auf ihr Handeln und was dann passiert ist, sich ausgewirkt. Wir werden einerseits schauen, der Bote, wie sieht er die Situation? Dann, wie sehen es die Freunde und die Menschen im Umfeld von dieser Familie, die Situation? Wie sieht der Jairus, der Vater von dieser Tochter, wie erlebt er die Situation? Und wie schätzt er die ein? Wie nimmt er sie wahr? Und dann wollen wir natürlich auch, vor allem auch von Jesus, dann lernen in dem Ganzen hinein. Also, Jesus ist da auf dem Weg, bleibt stehen, lässt sich aufhalten und dann kommt es zum Vers 49. Noch während er, also Jesus, mit der Frau redete, kam jemand aus dem Haus von Jairus gelaufen mit der Botschaft, deine Tochter ist gestorben. Was für ein Schock. Nachdem die Krankheit von der Tochter den Lebensfaden durchtrennt hat, so entreißt, das können wir uns gut vorstellen, die Hiobsbotschaft, jede Hoffnung, die der Jairus noch hatte, ihm weg. Wie hättest du reagiert? Jetzt bist du so nah dran, hättest du den an der Hand, wo der einzige noch scheint zu sein, der deiner Tochter helfen könnte. Und jetzt kommt die Nachricht, deine Tochter ist gestorben. Die Wahrnehmung vom Boten erkennen wir im Nachsatz. Bemühe den Lehrer nicht mehr. Bringt nichts mehr. Du musst gar nicht mehr ihn bemühen. Der Bote, der betrachtet die Situation, die Herausforderung ganz natürlich. Er analysiert es nüchtern und die Fakten, die sprechen ja für sich. Das ist so typisch menschliche Wahrnehmung. Ja, die Fakten sind klar. Da gibt es nichts mehr zu rütteln dran. Und wenn wir daran denken, wie der Petrus reagiert hat, wo Jesus da unterwegs ist zu dieser Frau, zu dem Mädchen, und dann wird er aufgehalten von dieser Frau und Jesus fragt, hey, wer hat mich berührt? Und der Petrus denkt, hey, geht's noch? Sind so viele Leute, gang weiter. Komm, du hast etwas Wichtiges zu tun. Was hat er jetzt für Gedanken gehabt? Wahrscheinlich ähnlich wie die von dem Bote. Jetzt bist du spät. Jesus, jetzt ist es gelaufen. Jetzt ist es vorbei. So schnell neigen wir dazu, einfach die Situationen, die uns begegnen, menschlich wahrzunehmen. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Ich meine, so Situationen, wo dir der Gedanke durch den Kopf rast, wo du vielleicht auch ein Stück weit überfordert bist von dieser Situation und Gott anklagst. Jetzt ist alles zu spät. Hättest doch. Wieso hast du nicht? Wärst doch eingeschritten. Hättest doch das und das gemacht. Und so ist es eigentlich ein typisches Merkmal von der geistlichen oder von der menschlichen Wahrnehmung, Entschuldigung, dass sie zu Entmutigung führt und in eine Hoffnungslosigkeit hinein. Das Einzige, was die menschliche Wahrnehmung eigentlich zu bieten hat. Einfach aufgrund von der Realität, wo man drin steht. Und stell dir vor, du bist der Vater von dieser Tochter, der Jairus. Die Nachricht muss für ihn wie ein Stich durchs Herz gewesen sein. Und auch er hat seine Frage. Warum? Warum, Jesus?
Warum hast du es zugelassen? Du bist der Einzige, der das hätte verhindern können. Warum lässt du mich im Stich und kümmerst dich um irgendeine andere Frau, während es in meinem Fall um Leben und Tod geht? Ich glaube, das sind sehr nachvollziehbare Fragen, die da einem wahrscheinlich aufkommen. Der Vater erlebt das Wasserbad der Gefühle. Zunächst ist er voller Hoffnung, weil Jesus mitkommt. Nachher ist er verunsichert, weil er so lange sich aufhalten lässt. Und am Ende ist er abgrundtief enttäuscht, wahrscheinlich am Boden zerstört, herausgefordert und voller Zweifel. Er ist verzweifelt. Und das Verrückte ist, dass, wie ich das schon erwähnt habe, für die Menschen, die ihre einzige Hoffnung auf Sachen beruht, die in dieser vergänglichen Welt festgemacht sind, ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, die sie haben in so einer Situation. Da bleibt ihnen nichts anderes, als einfach zu verzweifeln. Man ist fast zu dem verdammt. Und da stellt sich die Frage, wenn du an deine Herausforderungen denkst, wo stehst du da? Auch in einer Situation, die eigentlich ausweglos ist. Heute Morgen möchte ich dich einladen, nicht bei dem stehen zu bleiben, sondern von Jesus her eine neue Perspektive überzukommen. Das ist die Frage, die wir uns damit auseinandersetzen wollen. Hoppla, jetzt. Das ist nicht zurück. Excuse. Was macht eine geistliche Wahrnehmung aus? Und wie kommen wir von einer menschlichen, einer irdischen, vergänglichen Perspektive zu einer göttlichen, geistlichen, hoffnungsvollen Perspektive, auch wenn jede Hoffnung vergeben scheint? In so aussichtslosen Situationen kann nur dann Hoffnung aufkeimen, wenn Jesus in die Herausforderungen hineintreten kann, wo wir drinstehen und wir unseren Blick von dieser Wirklichkeit, die wir so sehen und spüren, den Weg ganz bewusst auf Jesus schauen. Ich glaube, in so aussichtslosen Situationen, ich sage es nochmal, kann nur dann Hoffnung aufkeimen, wenn Jesus in dieser Situation und Herausforderung in unser Leben hineintreten kann und wir von dieser spürbaren und sichtbaren Wirklichkeit weg bewusst unseren Blick auf Jesus richten. Genau das sehen wir im Vers 50, wo jetzt folgt. Da heißt: Jesus hörte das und sagte zu dem Vater: Verzweifle nicht, vertrau mir einfach und deine Tochter wird gerettet. Selbst in den grössten Herausforderungen kann dann Hoffnung kommen, wenn man in dieser Situation auf Jesus schaut und er in diese Situation hineinkommen kann. Jesus bringt seine göttliche Perspektive in die trostlose Realität von Jairus und seiner Familie hinein. Und glaub mir, genau das gilt auch dir in deinen Herausforderungen, wenn du dich an Jesus wendest und ihn einladest, hineinzukommen in die Situation, die dich eigentlich überfordert. Andere übersetzen: Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich weiss nicht, wie du reagiert hättest, wenn du die Botschaft bekommen hast, dein Kind ist jetzt gestorben. Und dann begegnet dir jemand und sagt: Fürchte dich nicht, glaub nur. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht, oder? Jesus, verstehst du eigentlich nicht, um was es da geht? Ich meine, jedes kleine Kind checkt, dass Tod Tod ist, da musst du nichts mehr wählen. Da gibt es nichts mehr zu hoffen. Was tust du da für Trösten? Fürchte dich nicht, glaub nur. Das, was so als gefühllos von Jesus überkommt, so realitätsfremd, so brutal, das können wir auch von einer anderen Seite sehen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus will dem Vater zwei Sachen sagen und lässt ihn ein von einer aussichtslosen, hoffnungslosen Realität, eine Perspektive überzukommen, die Leben gibt. Fürchte dich nicht, sagt er, und glaube nur. Und das kann man nur mit einer geistlichen Wahrnehmung. Die erste menschliche Emotion, von der wir lesen, wisst ihr, was das ist? Freude.
Freude. Der Adam hat sich an seiner Frau gefreut. Wisst ihr, was die zweite Emotion ist? Unmittelbar nach dem Sündenfall, im 1. Mose 3, Vers 10, da heißt: Und Adam fürchtete sich. Er hat vor Gott Angst gehabt. Das ist die zweite Emotion, die wir sehen in der Bibel, die Menschen zum Ausdruck bringen. Der Adam hat Angst gehabt vor dem Gott, der ihn geliebt hat, der ihn in eine perfekte Umgebung gesetzt hat, der in einer Gemeinschaft, ungetrübter Gemeinschaft mit ihm gelebt hat, der das Beste für ihn wollte. Und der Adam, was macht er? Er hat Angst vor dem Gott, weil etwas kaputt gegangen ist. Zu Schuld und Sünde zerstören und tun das, was Gott möchte, ins Gegenteil umkehren. Und Gott, was macht er? Aufgrund von dieser Zerstörung, die da angerichtet worden ist, nimmt er sie einfach zur Kenntnis. Sagt er einfach, ja gut, du, jetzt musst halt schauen, wie du mit dieser Situation zu schlagen kommst. Oder was passiert? Nein. Gott sagt, fürchte dich nicht. Abgesehen vom Aufruf, den wir in der Bibel finden, dass wir Gott lieben sollen, von ganzem Herzen, mit allem, was wir sind und haben, ist wahrscheinlich der Aufruf, fürchte dich nicht, die zweithäufigste Aufforderung, die Gott ausspricht. 300 Mal lesen wir das in der Bibel. Fürchte dich nicht. Ich weiss nicht, mit dem, was Gott uns sagt, hey, schau, ich kenne nicht nur deine Not. Ich kenne nicht nur die Herausforderung, wo du drin stehst. Sondern ich möchte, dass du zu mir kommst. Und dass du dich nicht musst vor dem, was ist, fürchten. Und diese Tatsache berührt mich. Das, was so gefühllos überkommt in so einer Situation von so einem Verlust, von so einer Herausforderung, wo wie ein Schlag ins Gesicht aussieht, ist eigentlich alles andere als das. Es ist eine Einladung von Gott an jeden von uns, in diesen Herausforderungen, wo wir sind, zu ihm zu kommen. Weil er der ist, der sagt, hey komm, fürchte dich nicht. Das entspricht nicht der natürlichen Reaktion. Die natürliche Reaktion auf so eine Herausforderung ist Angst, ist Enttäuschung, Trauer und Verzweiflung. Aber Gott ignoriert das nicht, sondern er will, dass wir sehen, dass er drüber steht, dass wir zu ihm kommen und er lädt uns ein, in die Dimension hineinzukommen, die er möchte in unser Leben hineinbringen. Zumindest in die grösste Herausforderung von seinem Leben weist Jesus mit dieser Aufforderung, fürchte dich nicht, den Jairus in seiner Verzweiflung zu einem Schritt ins Vertrauen und auf den Weg der Hoffnung. Mit in die Not hinein spricht die geistliche Wahrnehmung, Vertrau, dass Gott unter Kontrolle ist. Auch jetzt, wo es nicht siehst und spürst. Er macht keine Fehler. Und darum, fürcht dich nicht. Der Zuspruch, der befreit von Angst und gibt uns ein neues Vertrauen. Gibt es eine Situation, eine Herausforderung in deinem Leben, in der du das für dich müsstest können und Gott möchte, dass du die für dich in Anspruch nimmst? Bevor ich weitergehe, möchte ich dir Raum geben, formuliere den Aspekt von der geistlichen Wahrnehmung in ein persönliches Gebet und erinnere dich deine Seele im Blick auf die Herausforderung, wo du jetzt gerade drin bist, dran, einfach an dem festzuhalten. Ja, ich will glauben, dass du Gott unter Kontrolle bist und dass du keine Fehler machst. Ich will das annehmen und sagen, ja, meine Seele, fürchte dich nicht. Nimm dir einen Moment Zeit fürs Gebet und bevor ich dann möchte, weitergehen.
Mit der zweiten Aussage, glaube nur, sagt Jesus auch nicht, dass mit dem Glauben, dass es einfach easy ist. Dass es wie von selber passiert. Glaub nur. Glaub einfach. Ich weiß nicht, ich finde das nicht so einfach. Was meint denn Jesus damit? Auch das, glaube ich, ist viel mehr eine Einladung als eine Überforderung. In allem inne Gott zu vertrauen. Es ist die Einladung zu einem Leben in der Gottesfurcht. Ein Leben, bei dem ich mich dafür entscheide, Gott in meinem Leben über alles andere hineinzustellen und ihm zu vertrauen. Auch zumindest in der Herausforderung. Es hat damit zu tun, dass wir in diesen Situationen, wo wir überfordert sind, lernen, nicht an unserer menschlichen Begrenztheit, an unseren Grenzen stehen zu bleiben, sondern dass wir lernen, zu schauen auf das und damit rechnen, was Gott kann machen auf seine Möglichkeiten. Und nachdem fürchte dich nicht, glaube nur, geht es jetzt weiter. Wisst ihr, was ich an Jesus so genial finde? Er sagt nicht einfach in so eine notvolle Situation inne, fürchte dich nicht, glaube nur, und dann lasst er uns schwimmen. Ich finde, das Beispiel, das wir da sehen, zeigt so richtig das Vaterherz Gottes. Was passiert? Ohne zu zögern, geht Jesus zielstrebig zum Jairus heim. Er fragt nicht, bist du einverstanden, können wir weitergehen? Er geht einfach voraus. Und das ist unser Gott. Er ist der Gott von den ersten Schritt. Er geht immer den ersten Schritt, dann, wenn wir es besonders nötig haben. Vielleicht sehen wir das erst im Rückblick. Aber so ist Gott oftmals. So habe ich ihn auch schon immer wieder mal erleben. Lukas Kapitel 8 ermutigt uns dazu, da Jesus in dem Sinne wirklich zu folgen. Auch in den schlimmsten Situationen. Wir dürfen Jesus nachfolgen. Und das ist seine Einladung an uns. Er ruft uns auf zum Glauben, aber auch dann zum Schritt im Glauben, dann hat es zu tun. Wie reagiert jetzt der Vater auf diese Situation? Jesus ist da, sagt ihm, hey, glaub nur, fürchte dich nicht. Was macht jetzt der Vater? Ich glaube, indem er nicht abwinkt und sagt, hey, komm, hör auf, musst gar nicht kommen, es bringt nichts mehr, es ist zu spät. Indem er nicht abwinkt, sondern Jesus tatsächlich folgt, glaube ich, sehen wir das Merkmal. Geistliche Wahrnehmung führt uns dazu, dass wir Gott anerkennen als Gott, dass wir ihn über uns stellen und wir schauen nicht und hören nicht vor allem auf das, was die Menschen um uns herum sagen. Ich meine, er hätte auch so gut auf den Boot hören können, der sagt, du, bemühe den Lehrer nicht mehr, das bringt eh nicht. Nein, der Jairus hat sich entschieden, nein, ich will das glauben, was Gott über mein Leben ausspricht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch für uns, um in der geistlichen Wahrnehmung wirklich zu leben. Und dann erreichen sie das Haus vom Jairus. Vers 51, da heißt, als sie das Haus erreichten, erlaubte er nur Petrus, Johannes, Jakobus und den Eltern des Mädchens mit hineinzugehen. Und das ist für mich so etwas, wo ich wieder so einen Aspekt der geistlichen Wahrnehmung erkenne drin. Jesus macht dem Petrus nicht Vorwürfe, weil er in der Situation vorher quasi das Vertrauen nicht hatte, dass Jesus weiß, was er macht. Sondern er lässt den Petrus sein und will ihm die Gelegenheit geben, dass der Petrus auch für sich entdecken kann, wie gross die Macht Gottes ist, selbst dort, wo er es nicht für möglich hält. Und so tut Jesus die beschränkte Wahrnehmung von Petrus ihm nicht vorhalten, sondern ermöglicht ihm in dieser Situation ein Lernen. Und was dann kommt, das spricht eigentlich Bände zwischen dem Unterschied von der menschlichen Wahrnehmung gegenüber der geistlichen Wahrnehmung.
Da lesen wir nämlich im Vers 52 und 53, wo sie dort zuhause angekommen sind, ist recht etwas los. Alle klagten und weinten um die Tote. Und jetzt wieder Jesus, oder? Aber Jesus sagte, hört auf zu weinen, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn jeder wusste, dass er es gestorben war. Die Leute machen eigentlich das, was ganz normal ist. Sie reagieren ganz menschlich auf so eine notvolle Situation, ganz natürlich. Sie brüllen, sie weinen, sie sind verzweifelt. Das ist die ganz natürliche Reaktion, logisch, das einzige Angemessene. Das einzige, was das unterbricht, das Weinen, das Trauern, ist Jesus. Und was sagt er? Hört auf brüllen, das Kind das schläft nur. Entschuldigung, das ist ja Sarkasmus pur. Was, ich meine, jedes Kind weiß, tot ist tot, da musst du nichts mehr wählen. Was soll das? Sie lachen Jesus aus. Und ich denke, das ist auch so etwas menschliche Wahrnehmung, verachtet Menschen, die Sachen anders sehen. Das ist ein typisches Merkmal, denke ich, das wir in ganz verschiedenen Situationen auch beobachten können. Aber Jesus lässt sich nicht beirren. Er lebt ganz offensichtlich mit einer anderen Wahrnehmung. Er rechnet und weiss um Gottes Möglichkeiten und was Gott aus einer hoffnungslosen Situation machen kann. Er rechnet nicht nur mit der sichtbaren Wirklichkeit, sondern mit Gottes übernatürlichen Möglichkeiten und mit seiner Macht. Das lesen wir dann in den folgenden Versen. Und mir ist das in den Sinn gekommen von dem einen Vater, der auch in Not war, wo wir in Markus 9, Vers 24 lesen. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich meine, in so einer ähnlichen Situation ist wahrscheinlich der Jairus auch gewesen. Da sagt Jesus, hey, glaub nur. Hab keine Angst, glaub. Und Jesus kommt, macht die Aussage, dass das Kind noch schläft und dann wäre ich als Vater extrem gespannt. Was kommt jetzt, oder? Hoppa. Entschuldigung. Dann fasste er das Mädchen bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ließ ihr etwas zu essen bringen. Die Eltern konnten kaum fassen, was sie erlebt hatten. So endet die Geschichte. Und ich glaube, es ist mehr als ein Happy End. Die letzte Erkenntnis im Zusammenhang, wo wir da sehen, die ich möchte erwähnen, was die geistliche Perspektive in unser Leben reinbringen kann, ist, dass Menschen, die geistlich wahrnehmen, die Vollmacht vom Glauben und in dieser Vollmacht vom Glauben handelt, mit dem rechnet, was Gott tun kann, dass sie auch Wunder erleben dürfen, wo es menschlich gesehen eigentlich wirklich nicht möglich ist. Zum Abschluss von dieser Predigt blende ich auch heute wieder die Gegenüberstellung ein von menschlicher Wahrnehmung und geistlicher Wahrnehmung. Wo stehst du in einer Herausforderung rein und wo ist vielleicht der Punkt, wo Gott genau in dein Leben möchte reinreden? Mir ist bewusst, das, was wir da uns damit auseinandergesetzt haben, Krankenheilung und Totenauferweckung, ist für mich nicht alltäglich. Ich nehme an, für dich wahrscheinlich auch nicht ganz. Und gleich, glaube ich, die Sachen, die wir in diesem Beispiel sehen, hat Beispielcharakter auch für uns, wo wir können sagen, mal, das sind Aspekte, an denen will ich mich orientieren. Und vielleicht, und ich wünschte mir, dass bei dieser Gegenüberstellung, wenn du dir die nochmal vor Augen führst, dass du dir bewusst wirst, es geht nicht darum, einfach das zu erkennen und wieder abzuhaken, wieder etwas gelernt zu haben, sondern überleg dir, wo ist der eine Punkt, der dir ganz handfest hilft, mit dieser Herausforderung umzugehen, wo du im Moment gerade drin stehst.
Die Personen, die kein so ein Handout bekommen haben, können ja da vorne das anschauen, sich damit auseinandersetzen. Hinten auf der Rückseite von dem Blatt, das die einen von euch bekommen haben, die es nicht haben und noch gerne möchten, können auf mich zukommen nachher. Es ist immer schwierig zu wissen, wie viele Kopien sie machen. Die haben die Fragen noch drauf. Und ich möchte ermutigen, nehmt die mit. Oder auch jetzt. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist. Vielleicht steckst du schon lange in einer Herausforderung drin. Oder vielleicht bist du gerade jetzt in einer Herausforderung, wie sie du noch nie erlebt hast. Es ist die Herausforderung von deinem Leben. Was willst du von dem für dich mitnehmen, was wir gesehen haben in Bezug auf die geistliche Wahrnehmung und wie die uns kann helfen kann, gut mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und für die, die möchten, hat es noch Fragen, die ich euch möchte ermutigen, vielleicht in der Kleingruppe in der nächsten Woche, vielleicht auch als Gruppe, euch nochmal zu vertiefen mit diesen Fragen. Und ich möchte euch auch dann wirklich ermutigen zum Gebet füreinander. Ganz konkret, dass ihr euch könnt ermutigen könnt, nicht auf die Stimme der Menschen vielleicht um euch zu hören, auf das, was so natürlich naheliegend ist, zu achten, sondern wie könnt ihr dazu kommen, um dem Gott nicht in der Angst zu begegnen, sondern im Vertrauen und im Glauben an seine Möglichkeiten. Wenn ich mit einer Herausforderung konfrontiert bin, dann beurteile ich sie oft zunächst einfach von mir her, statt von Gott her. Ohne dabei irgendetwas zu denken, tue ich Sachen so einordnen, wie es für mich Sinn macht. Und das ist sicher nicht immer verkehrt. Aber ich glaube, die Begebenheit, mit der wir uns heute auseinandergesetzt haben, die zeigt die Tragweite von dem aus, was für einen Unterschied das kann machen, wenn wir in diesen Situationen, wo wir drinstehen, unseren Blick von uns weg auf Gott richtet. Dass Gott unser Denken kann erneuern kann, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben und dass wir lernen von Jesus. Dass wir in Situationen, die uns eigentlich in die Verzweiflung hineinbringen und uns dort würden stehen lassen, dass wir neu Hoffnung schöpfen können. Dass wir nicht bei unseren Grenzen stehen bleiben, sondern im Glauben uns dem unbegrenzten Gott wirklich zuwenden und vertrauen, dass er auch in unserem Leben nicht spät kommt. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Herr Jesus, danke für dein Wort und auch dein Reden am heutigen Morgen. Ich bitte dich, dass die Impulse uns ganz konkret helfen können, Herr, in den Herausforderungen, die wir in unserem Alltag erleben. Wir können ja beim Kleinen mal anfangen damit, in die geistliche Wahrnehmung hineinzugehen. Wir wollen bitten, dass du durch das unsere Gedanken auf dich ausrichten, Herr, dass wir mehr und mehr lernen von dir, Jesus, und können erleben, dass du ein Gott bist, der uns aus einer, ja, hoffnungslose Situation, eine neue, hoffnungserfüllte Perspektive kannst geben. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns hilfst, so zu leben, wie wir es da sehen. Ja, im Glauben statt in der Angst. Herr Jesus, wir wollen unser Vertrauen auf dich setzen und bitten dich, dass du uns darin ermutigst und hilfst. Herr, danke, bist du so ein einzigartiger Gott, der uns einlädt, Herr, nicht in der Verzweiflung stehen zu bleiben. Amen.